Ich bin irgendwie von Gott hier auf die Erde geschickt worden und es hat seinen Grund auch, aber ich konnte es bis dahin auch noch nicht definieren. Und ja, in der Zeit fing ich dann an, mein Buch zu schreiben, mein erstes Sternkind, und hatte dadurch auch die Möglichkeit, einfach viel von meinen Gedanken und Gefühlen einfach erstmal Ausdruck zu verleihen. Und durch das Schreiben kam ich einfach dann auch dahin zu wissen, gut, es ist richtig, das jetzt auch aufzuschreiben, weil ich das Gefühl habe, es wird, geht vielen Menschen so wie mir. Es sind nur viele in der Matrix einfach zu sehr gefangen, oder ihnen fehlt vielleicht so das letzte Quäntchen Mut, dem zu vertrauen, was man in sich fühlt, die Gedanken, die man in sich selber drin hat, als wahrhaftig zu bezeichnen. Denn hätte ich meinen Eltern mit 17 erzählen können, Mami, ich bin ein inkarniertes Elementarwesen, meine Aufgabe ist, die Menschen einfach daran zu erinnern, dass sie einen göttlichen Ursprung in sich tragen, dass die einzige Wahrheit, die es hier auf der Erde gibt, die absolut einzige Wahrheit, die Liebe ist und nur die Liebe, dass so viele in Illusionen gefangen sind, dann wäre meine Mutter wahrscheinlich etwas, hätte sie zu dem Zeitpunkt schon etwas mehr Seelenfrieden haben können. Ich muss dazu sagen, sie ist jetzt heute leider nicht hier. Sie war letztes Wochenende auf der Lichtkonferenz mit dabei. Das war ein sehr heilender Moment für uns beide, dass sie einfach auch mal sehen konnte, dass wenn ihre Tochter spricht, es in Resonanz geht, dass es andere Menschen gibt, die sich dort auch in den Worten, in meinem Erlebten wiederfinden, und sie mittlerweile einfach auch angenommen hat, dass ihre Tochter halt ein Sternkind ist. Und ich sage das jetzt einfach, weil ich auch immer wieder den Impuls habe, gerade Eltern da auch oder Großeltern den Wink zu geben, dass egal, was die Kinder erzählen oder die jungen Menschen, wie verrückt oder verdreht es auch sein mag, dass das ihre Wahrheit ist und dass es einfach auch ganz, ganz wichtig ist, jeden darin zu begleiten, weil ich so viel Arbeit mit meinem inneren Kind machen durfte, um das einfach frei zu schaufeln und zuzulassen. Und einfach jetzt noch am Rande zu dem, was ich euch noch weiter erzählen möchte, liegt mir das sehr am Herzen auch, dass ihr das mitnehmt. Und ich bin dann in Portugal auch sehr vielen begegnet und hatte dort auch immer wieder die Botschaft und die Zeichen von oben, dass das alles so richtig ist. Nur irgendwann ging mein Geld aus, ganz materiell und ganz irdisch. Und nach einem Dreivierteljahr Portugal wusste ich, okay, irgendwie muss ich jetzt auch zusehen, wo ich meine Talerchen herkriege. Und dann blieb mir in dem Fall dann auch nur wieder die Wahl, nach Deutschland zurückzufliegen und dort auch wieder einen Job zu machen, einfach um Geld zu verdienen, und nahm sehr viel mit, was in Portugal passiert ist. Auch das ist Teil in meinem ersten Buch halt, Sternkind, was ich auch dabei habe, wenn das jemand interessieren sollte. Und dann hatte ich viel Zeit, das zu verarbeiten, und wusste aber immer noch nicht so genau, okay, wo geht die Reise jetzt hin? Dann war ich mit 28 eben auf einem Seminar für eine Energieheilungspraktik, wusste auch, es geht nicht darum, diese Praktik oder Praxis zu lernen, sondern da wartet was anderes. Und die Seminarleiterin damals, die Draghi, sagte halt zu mir nebenbei im Gespräch, ja, du als Indigo-Kind. Gut, dachte ich, 28, Kind, ich war erst so ein bisschen, also ich hatte schon von Indigo-Kindern gehört. Ich merkte aber sofort, dass es wieder eine Definition ist, und war so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe mich dann aber über das ganze Thema informiert. Ich bin jetzt 34, also es liegt ein paar Jahre zurück. Es hat sich in den letzten Jahren in Deutschland viel getan. Es gibt mittlerweile sehr viel hier auch, um sich zu informieren. Zu dem Zeitpunkt fand ich viel mehr halt einfach noch in Amerika und las dann und stellte dann fest, alles klar, es geht auch anderen so wie mir. Und ich bin also ein Indigo-Kind. Und traf dann natürlich, das ist lieb, danke schön. Ich traf dann halt auch in der Zeit und auch in der Vergangenheit, also auch auf meinen Reisen, immer wieder auf Sternkinder. Ich mag den Begriff lieber als jetzt Indigo-Kristall oder Regenbogen. Kind. Und ich traf dann halt auch wieder auf Sterngeschwister, ist vielleicht der allerbeste Ausdruck, und
konnte da auch einigen einfach durch Gespräche sagen, sag mal, hast du schon mal was von Indigo-Kindern gehört? Und dann kam immer nur, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich da ein Gefühl zu. Und ja, so kristallisierte sich das für mich heraus. Nun hatte ich endlich einen Begriff in der Hand, wusste gut, dass damit kann ich was anfangen, dann kann ich auch anderen Menschen erzählen, warum mein Leben so unkonventionell ist, warum ich Konflikte und auch Gedanken habe, die in der Gesellschaft wenig bis gar keinen Raum eigentlich hatten. Ich auch der Meinung bin, dass viele Sternkinder, die früher geboren sind als ich, also ich bin Jahrgang 78, einige davon auch heute noch in der Psychiatrie sitzen, weil sie einfach von Dingen gesprochen haben, mit Sicherheit in den 60er Jahren auch aufgrund von Drogenerfahrungen einfach zu viel Input hatten und da jetzt mit irgendwelchen Medikamenten vollgeballert werden, genauso was jetzt mit den ganzen ADS, ADHS-Kindern stattfindet, also auch das nochmal nebenbei angesprochen an die Menschen, die mit Kindern arbeiten, die mit Ärzten zu tun haben, da einfach auch auf, klärt sie auf und bringt die Message auch raus, dass es einfach eine neue Generation von Menschen gibt und dass die einfach alle so richtig sind, wie sie sind. Und ja, ich fuhr dann eine Zeit lang schon mit etwas mehr Seelenfrieden ganz gut. Ich hatte trotzdem immer noch auch irgendwelche Jobs, um einfach nur Geld zu verdienen. Ich hatte dann allerdings das Glück, dass mit meinem, wie gesagt, mit meinem Buch ich auch einen Verlag gefunden hatte, der sich bereit erklärt hat, das auf den Markt zu bringen. Und dann brach so für mich so langsam nach jahrelangen, ja doch auch Kampf, auch sehr herausfordernden Zeiten, sehr viel einsamen Momenten. Also ich bin zwar ein sehr kommunikativer und offener Mensch, aber ich glaube, ich habe für meine jungen Jahre schon so viel Zeit in Einsamkeit verbracht und immer wieder nur mit der Natur auf Du und Du gewesen, weil ich da einfach mich wohl und sicher gefühlt hatte, merkte ich, okay, es geht langsam auch jetzt in eine irdische Richtung. Irgendwo ist jetzt hier doch auf der Erde auch für mich ein Platz sichtbar, wo ich mich wohlfühle. Und ja, das Ganze führte mich dann eben auch schon auf Messen, wo ich reden durfte, wo ich erzählen durfte. Ich habe mich aber bis dahin auch noch zurückgehalten zu erzählen, dass ich ein inkarniertes Elementarwesen bin. Ich muss euch jetzt auch sagen, dass das für mich hier heute der erste, ja, zum ersten Mal einfach in einem größeren Rahmen, in einem offizielleren Rahmen der Raum ist, das auszusprechen. Und es ein für mich auch ganz wichtiger Moment ist, weil da einfach auch eine Überwindung dazugehört. Und gerade wenn man Erfahrungen gemacht hat, dass das eher auf Ablehnung oder eben Unverständnis gefühlt, zu Unverständnis geführt hat. Und einer meiner Intentionen einfach immer nur der auch ist, ich will teilen. Ich bin einfach hier, um zu teilen. Ich empfinde mich auch nicht als ein einzelnes Wesen, sondern ich habe dieses Bewusstsein einfach für das Ganze, für die Gemeinschaft. Deswegen wollte ich auch mit euch hier im Kreis sitzen, weil wir sind alle ein Teil von einem großen Ganzen. Und auch wenn ich jetzt weiß, dass ich schon als Einhorn auf der Erde gelebt habe und dass ich aus dem Elementarreich bin und einfach auch ein Brückenglied bin, ich fühle mich gar nicht so als Mensch, als menschliches Wesen, sondern als Elementarwesen, wobei ich sagen muss, dass ich alle menschlichen Aspekte auch habe. Also ich habe auch mit meinem Ego zu kämpfen und das auch nicht zu wenig. Und ich bin jetzt nicht völlig erleuchtet und ständig voller Frieden und Liebe, sondern ich habe genauso im Moment auch gerade, weil die Zeit sehr tough ist, meine Themen. Und ja, aber ein Seelenteil oder Seelenaspekt von mir ist einfach angekommen und ist integriert. Und jetzt muss ich gucken, dass ich nicht so ein bisschen den Faden verliere von dem, was ich euch noch erzählen möchte. Genau, ich hatte so, ich hatte meinen Raum so ein bisschen gefunden. Ich habe dann auch angefangen, einfach mit meinen heilerischen Fähigkeiten zu arbeiten und nach auch einen Klientenstamm aufbauen können. Und nur war da immer noch in mir ein Fragezeichen. Also es war eine Zeit lang alles okay, aber es war immer wieder ein Moment von, da ist noch mehr und da ist noch was anderes. Und so fing es dann eigentlich an, dass vor, ich muss kurz überlegen, weil teilweise die lineare Zeit für mich auch immer wieder verschwimmt. Ich glaube, es war vor 4 Jahren. Ich lebte zu dem Zeitpunkt auch außerhalb von Hamburg am Wald und ich merkte eines Tages, dass eine andere Energie auf einmal
bei mir war. Ich konnte das noch überhaupt nicht greifen, fühlen, aber irgendwas war anders. Und ich bin dann ein paar Tage mit diesem, ja, mit dieser neuen Energie an meiner Seite durch die Gegend gegangen, war im Wald spazieren, habe dann auch gefragt, was ist das, könnt ihr mir ein Zeichen geben? Und auf einmal kam nur, die Einhörner sind da. Also ich muss dazu sagen, dass ich einfach ganz viel auf meine Intuition schon immer gehört habe. Und wenn ich bestimmte Gedanken in mir drin habe, die aus meinem Gefühl herauskommen, dann vertraue ich dem. Das habe ich gelernt, dass das richtig ist. Und insofern war der Impuls dann in dem Moment relativ schnell da. Okay, die Einhörner sind da. Gut, dann habe ich eine Zeit lang, ein paar Wochen mit dieser neuen Energie einfach so ein bisschen gespielt. Ich habe aber auch die Einhörner gefragt, was wollt ihr von mir? Ich habe aber in dem Fall keine klare Antwort bekommen. Ich muss dazu sagen, dass ich auch seit meiner Kindheit, also ich bin hellfühlig und hellsichtig und habe Traumvisionen. Also sehr viel kommt bei mir nachts über die Träume, dass eben auch geistige Wesen oder aufgestiegene Meister zu mir sprechen und ich klare Bilder empfange. Und in dem Fall hoffte ich auch einfach auf ein Einhorn, was erscheint und mir sagt, Julia, das und das, aber es passierte nicht. Es ging dann weiter, dass so zum Spätsommer, Frühherbst hin ich bei Freunden eingeladen war in Frankfurt. Nicht in Frankfurt, Verzeihung, in Flensburg. Und ich bin losgefahren am Freitag und war ein bisschen früher da und bin dann noch irgendwo an der Küste langgefahren. Ich wollte gerne am Wasser spazieren gehen und fand eine Feder, eine wunderschöne, weiße, schneeweiße Feder. Ich habe schon immer auch einen Bezug zu Federn und Muscheln gehabt und Sammelfedern und die Feder war einfach sehr präsent und ich hebte sie auf und dachte, ja, die wollte jetzt zu mir und hatte sie dann vorne an meinem Auto, hatte ich so eine, zu dem Zeitpunkt so eine Perlenkette, habe ich die Feder vorne reingesteckt und bin dann eben zu meinen Freunden gefahren. Und die machten den Vorschlag, dass wir am Sonntag zum verkaufsoffenen Sonntag nach Flensburg fahren können. Und ich fand das super und dann waren wir da in dieser Fußgängerzone und es war mir alles ein bisschen zu viel, so die ganzen Menschen. Und auf einmal merkte ich einen Impuls, der mich in so eine kleine Seitengasse zog. Und ich ging dann in diese Gasse rein, meinte auch zu Ralf und Christina, wartet mal kurz, ich muss da jetzt irgendwie hin. Und da war ein Laden, also den gibt es wahrscheinlich immer noch, eine esoterische Buchhandlung. Und ich ging in diesen Laden rein und der Laden war recht gefüllt. Und dann kam die Verkäuferin zielstrebig auf mich zu, hatte ein Buch in der Hand von der Diane Cooper über Einhörner und meinte, es ist ein neues Buch erschienen, bitteschön, und legte mir dieses Buch in die Hand. Und also ich erzähle euch keinen, es ist wirklich so passiert, weil ich muss nicht irgendwelche Sachen erzählen, die nicht so stattgefunden haben. Also mir sind schon so viel magische Sachen in meinem ganzen Leben widerfahren, dass ich wusste, gut, das Buch soll zu mir. Dann bin ich aus dem Laden wieder raus und die Freunde von mir waren dann in irgendeinem Schuhladen. Ich habe gesagt, ich warte draußen und klappte das Buch auf, also einfach aus dem Gefühl in der Mitte und der erste Satz, der dort stand, die Einhörner schicken genau wie die Engel auch Federn, um auf sich aufmerksam zu machen. Boah. Dann wusste ich, okay, die Einhörner rufen mich immer noch. Ich habe dann gesagt, ich will, genau, die Rückkehr, des, was, der Titel ist Das Wunder des Einhorns, genau. Mhm. Das ist, genau, das war es auch oder ist das Buch. Und dann meinte ich, alles klar, ihr da oben, ich spiele auch gern mit der geistigen Welt mittlerweile, wenn ihr da seid, dann will ich jetzt nochmal sofort ein Zeichen von euch. Und ich drehte mich um und hinter mir war eine Apotheke, die oben auf ihrem Dach ein riesengroßes goldenes Einhorn als Statue hatte. Gut, dann verbrachte ich den Abend dann in meinem Zimmer mit dem neuen Buch. Ich blätterte es quer durch und alles, was ich las, wusste ich, das weiß ich. Das kenne ich. Und Diane Cooper schreibt in ihrem Buch auch, wie die Einhörner arbeiten mit ihrem Horn. Also das Horn ist ja nur ein Energiestrahl halt aus dem dritten Auge. Und bevor ich das las, merkte ich auf einmal, wie mein drittes Auge vibrierte und ich intuitiv einfach, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber in dem Moment mein Horn in eine bestimmte Richtung drehte. Und dann las ich, dass die Einhörner eben mit ihren Hörnern aus den Chakren die Energien rausziehen und in die andere Richtung die neue Energie wieder reinbringen. Und genau das hatte ich gemacht, kurz bevor ich es gelesen hatte. Und da wurde mir dann schon ein bisschen anders in dem Moment, muss ich euch ganz ehrlich sagen.
ich dachte, okay, irgendwie geht das jetzt in eine Richtung, ja, danach ging das eigentlich alles etwas zügiger. Ich lernte dann einen jungen Mann kennen aus Irland, John. Und Irland spielt eine ganz wichtige Rolle. John und ich, wir sahen uns nur an und ich hatte das Gefühl, dass er mein Bruder ist. Und er sagte auch, Julia, du bist für mich eine Irin, du siehst aus wie eine Irin. Irgendwie kommst du doch aus Irland. Und dann wusste ich auf einmal mit Irland, irgendwas ist mit Irland. Und dann entschied ich mich kurzerhand, okay, ich muss nach Irland. Und buchte dann zum irgendwann im Dezember, Januar war das, eben ein Ticket zum 1. Mai, um nach Irland zu fahren. Und ja, dann, so die Zeit ist ein bisschen verschwommen. Ich hatte dann noch eine Geschichte über ein Einhorn geschrieben, die Regenbogenbrücke, womit ich einen kleinen Autorenwettbewerb gewonnen hatte. Und da war so auch der nächste Hinweis, gut, ich habe da im Endeffekt in Kurzform die Geschichte von einem jungen Mädchen aufgeschrieben, das eben immer das Gefühl hatte, anders zu sein und dann durch die Begegnung mit einem Einhorn eben an ihren eigenen Einhornursprung erinnert wurde. Und da wusste ich, gut, wenn ich damit schon... Es war jetzt kein großartiger Preis, aber damit gewinne, ist das ja irgendwo auch schon wieder die nächste Message. Ich bin auf dem richtigen Wege. Und ja, dann kam Irland, der 1. Mai. Ich muss dazu sagen, dass ich in diesem ganzen Dreivierteljahr teilweise auch durch ziemlich intensive Transformationsprozesse ging. Also es ging mir auch über mehrere Wochen nicht wirklich gut. Ich hatte nur schon eben Erfahrungen auch mit Transformationsprozessen und wusste, es wird schon seine Richtigkeit haben, aber ich war teilweise also mit sehr viel Angst spürte ich immer wieder, auch sehr viel Trauer. Ich hatte über Wochen lang, auch Nächte lang, wo ich einfach wach wurde und weinen musste, wo tagsüber, wo mir die Tränen liefen. Ich muss dazu sagen, dass ich das auch gestern, als ich hier ankam, mit sehr gemischten Gefühlen mich auf die Reise gemacht hatte und heute Nacht auch wach wurde, mein kleiner Zwerg, ich glaube, Samantha ist mit ihm gerade unterwegs, auch um 1 wach wurde und alle, die im Haus 2 untergebracht sind, werden ihn gehört haben, geschrien hat. Und ich wusste, okay, es hat mit der ganzen Einhorngeschichte auf jeden Fall zu tun. Und ja, dann machte ich mich auf nach Irland. Ich kam in Irland an, war ziemlich neben der Rolle, war müde, fühlte mich ungut und... hatte erst mal für 3 Tage in Dublin mich in einer Jugendherberge eingemietet, hatte keine weiteren Pläne gemacht, weil ich wusste, alles wird kommen, wenn ich dann vor Ort bin. Und ja, ich kam in Dublin an und überall begegneten mir Statuen von Einhörnern und Wassereinhörnern. Dachte ich so, wow. Das wusste ich nicht. Also ich wusste gar nicht, dass Irland mit Einhörnern, also bis dahin so viel zu tun hatte. Ja, ich kam dann in der Jugendherberge an, das war auch alles wieder sehr viel, viele Menschen, Stadtenergie ist für ein inkarniertes Elementarwesen anstrengend, also das auch so, sich da einfach wohlzufühlen und war auch in einem Mehrbettzimmer und ja, ich war dann einfach, ich kann euch das gar nicht so genau beschreiben, ich war einfach irgendwie so zwischen den Welten unterwegs und bin dann abends auch recht früh ins Bett und in der Nacht hatte ich eine Traumvision. Und in dieser Vision sah ich mich selbst in einer Grotte an einem Strand und neben mir war ein Einhorn und vor dieser Grotte war ein kleiner Mann, der irgendwelche Waffen in der Hand hatte und uns angegriffen hatte. Und ich bin dann am nächsten, also das war nur das Bild, es ging dann auch nicht weiter, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, meine Augen waren zugequollen, ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte das Gefühl, am liebsten liegen bleiben zu wollen. Habe mich dann aber doch noch irgendwie in so ein Touristenprogramm für den Tag reingequält und merkte nur, ich muss aus Dublin raus. Ich muss hier einfach raus und bin dann in ein Touristeninformations-Café gegangen, Touristeninformation und wusste, ich muss an die Westküste und die Dame erzählte mir, ob ich schon mal von den Aran Islands gehört hätte. Das ist eine kleine Inselgruppe vor Irland
Und da meinte ich nein. Sie meinte, das lohnt sich auf jeden Fall. Gut, dann war klar, ich muss dahin. Und hatte dann, in Irland ist eine sehr gute Infrastruktur mit den Touristenbüros. Also man kann von überall kann man sich Unterkünfte dann für andere Städte oder so buchen. Und das hatte ich dann von da aus, von Dublin aus gemacht. Und dann kam ich auf den Aran Islands an. Und ja, normalerweise fahren die Touristen dafür einen Tag hin, übernachten dort, wenn überhaupt, und fahren am nächsten Tag zurück. Ich blieb letztendlich ganze 9 Tage auf dieser kleinen Insel und hatte dort auch, also immer begleitet von dem Gefühl, Trauer, Angst, auch eine gewisse Schwere und ja, das ging da auch noch ziemlich zur Sache über mehrere Tage. Ich begegnete dann dort einem Einheimischen, der mir von seiner Freundin erzählte, die Schamanin ist und ein Einhorn als Krafttier hat und auf dieser Insel lebt. Da dachte ich, okay, das ist der nächste Schlüssel. Ich hatte dann so die Idee, ich bin als Schamanin oder Heilerin in Irland gewesen und hatte eben als ein Kraft, also mein Krafttier war halt das Einhorn und irgendwas ist uns da passiert. Als ich dann Juliana traf, italienisch halt Julia, und Juliana mir gegenüber saß, guckte sie mich die ganze Zeit an und meinte, Julia, irgendwas ist mit deinen Augen. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der solche Augen hat wie du. Und ich hatte für mich da in dem Moment das Gefühl, dass sie mir das sagen sollte, um auch Abstand von der Idee zu bekommen, dass ich halt das Einhorn als Krafttier an meiner Seite habe. Weil als ich mir Juliana anguckte, merkte ich, nee, irgendwie ist da immer noch ein Unterschied zwischen uns. Also es war noch nicht so ganz dieses Gefühl, ja, da ist Seelenresonanz. Und ich nahm dann diese Information mit und beschloss dann eben die Aran Islands wieder zu verlassen und landete dann in, ich habe den Namen schon wieder vergessen, also auch so einem kleinen Ort an der Westküste und traf dort, als ich ankam bei dem Bed and Breakfast am nächsten Tag, weil ich hatte unbedingt das Bedürfnis zu reiten, ich wollte unbedingt am Strand lang reiten, wurde ich eben von meinen, ich habe jetzt die letzten Tage auch so viel Englisch geredet, es tut mir leid, ich merke dann immer, wenn man, habe ich manchmal Schwierigkeiten, dann auch wieder ins die deutschen Wörter zu finden und mir fehlen jetzt gerade beide Wörter von den, also von den Inhabern des Bed and Breakfast, die sagten mir, dass es eben dort eine Farm gibt, die Pferde vermieten und dann bin ich dahin gefahren und konnte dann eben einen Termin machen, um am nächsten Tag einen Ausritt zu machen. Und dieser Mann, der dort die Pferde betreut hatte und auch die Ausritte machte, der kam mir irgendwie ein bisschen komisch vor. Also ich hatte so ein ganz, der hatte eine ganz komische Energie und es sollte dann auch so sein, dass ich mit ihm alleine den Ausritt machte und er fing dann auch an, so komische Fragen zu stellen, also wo ich, mit wem ich hier bin und was ich hier mache und ich wusste auch nicht, er erzählte mir dann allerdings von seiner Seite aus auch sehr viel Intimes, was ich gar nicht so wissen wollte und während des Ausrittes begegneten wir einer weißen Stute. Die Pferde dort in Irland laufen teilweise auch frei rum und es lag eine weiße Stute am Strand, umgeben von ein paar Kühen und ich sah diese weiße Stute und dachte so, krass, das ist ein Einhorn, wow. Und hatte bis dahin kein Einhorn irgendwo im Wald rumlaufen sehen und wusste, okay, die nächste Verbindung, parallel noch dieser Guide eben, der immer wieder da mit seiner komischen Energie mich Dinge fragte und ich fühlte mich sichtlich unwohl. Er wollte mich dann auch treffen am nächsten Tag alleine am Strand, sagte, ja, wir können uns dann ja hier mal treffen und ich wusste nur, nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Das hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren noch anders gemacht, weil ich sehr blauäugig und sehr naiv auch durch mein Leben schon gewandert bin. Immer nur das Gute in den Menschen sehend und im absoluten Vertrauen, dass das schon alles seine Richtigkeit hat. Aber da wusste ich, nee, halte ich von diesem Menschen mal ein bisschen fern. Ich hatte dann abends, als ich im Bett lag, mit dieser Verbindung, diese weiße Einhornstute am Strand liegen zu sehen und dieses komische, ja, er war eher wie so ein Wicht, wie so ein Kobold, aber kein reiner Kobold, kam auf einmal diese Angst wieder in mir hoch, die ich in dieser Vision gespürt hatte. Diese Angst, in Gefahr zu sein. Und
die begleitete mich ganze 2 Tage und dann dachte ich immer, was ist, wieso, wo kommt diese Angst her? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch eine Blockade hinten in meinem Kreuzbein, die schon bei meiner Ankunft in Irland einfach die ganze Zeit nur vibrierte und hämmerte und das wurde also immer stärker, immer stärker. Und ja, ich bin dann trotz allem am zweiten Tag, ich blieb dem Folgetag im Bett liegen, weil ich mich einfach überhaupt nicht bewegen konnte und auch nicht raus wollte. Und bin dann aber den darauffolgenden Tag in ein Naturschutzgebiet gefahren und kam zu einem wundervollen Wasserfall. Und Irland ist ja nun mal auch, wie ihr wahrscheinlich sicherlich alle wisst, Land der Elementarwesen. Und die Elementare haben dort noch sehr viel Raum. Es gibt gerade an der Westküste eben viele Menschen, die auch noch an die Elfen und Feen glauben, die sie auch in gewisser Weise ehren und ihnen Aufmerksamkeit zukommen lassen. Und ich landete dann an diesem Wasserfall und sah im Wasser so kleine Wassernymphen rumfliegen. Überall waren Elfen und Feen. Es wimmelte von Schmetterlingen und Libellen. Und ich wusste, wow, puh, zu Hause. Das ist hier gerade richtig Heimat. Und ich saß da eine ganze Weile und auf einmal, also alles auch so die ganzen Gefühle, Eindrücke der letzten Tage und Wochen Revue passieren lassen. Und auf einmal kam nur, Julia, du bist selbst das Einhorn. Und dann, es ging in dem Moment so durch, dass es vielleicht jetzt nur, man kann das in Worten gar nicht fassen und auch nicht wiedergeben, weil es gibt Dinge, für die haben wir hier auf der Erde einfach keine Worte, sondern es sind einfach Gefühle und Energien, die das vermitteln. Und ich wusste auf einmal, ich bin nicht nur Schamanin gewesen, die mit den Einhörnern gearbeitet hat, sondern ich war wirklich selbst als Einhorn auf der Erde. Und auf einmal macht es klack, 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 klack. Also eine Lichterkette ging an, ganz viele kleine Puzzlesteinchen passten auf einmal. Und ich musste am nächsten Tag, es war alles so gelegt, dass ich am nächsten Tag dann schon wieder nach Dublin auch musste, um zurückzufliegen. Und ich wusste, gut, ich war als Einhorn auf der Erde, ich bin ein Einhorn. Und irgendwie bin ich auch in einem menschlichen Körper und ja, gut, das wollte auch erstmal verarbeitet werden, zumal das ja auch etwas ist, wie gesagt, was man nicht, da kann man nicht mit jedem drüber sprechen. Also ich konnte jetzt nicht irgendwie sonst meine Mutter anrufen und sagen, Mami, ich weiß jetzt endlich, worum es geht, sondern ich habe 3, 4 sehr enge, gute Seelengeschwister, die mich auch seit vielen Jahren begleiten, mit denen ich über alles sprechen kann. Und Elias, mein Seelenbruder, rief ich auch an, sogar noch aus Irland. Und er meinte nur ganz locker und trocken so, ja. Ja, das ist doch schön. Ja, das macht alles Sinn. Und da wusste ich, okay, gut, also gut, es ist gut, dass es alles Sinn macht. Trotzdem bin ich natürlich mit sehr viel, ja doch auch, also zwar mit einer Antwort, aber sehr viel gemischten Gefühlen dann auch wieder ins Flugzeug gestiegen. Und ich muss noch dazu sagen, als ich am nächsten Tag von Galway nach Dublin zurückfuhr, das sind 4 Stunden Busfahrt, sah ich auf einmal die ganzen Pferde in Irland. Und ich sah auf einmal die ganzen versteckten Einhörner und dachte so, wow, hier haben sich die Einhörner also hin zurückgezogen. Viele, viele sind gegangen, schon vor vielen, 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 von Hunderten, von Tausenden von Jahren haben sie die Erde verlassen. Es sind aber einige geblieben, weil das auch wichtig ist, die Energie eben auf der Erde zu halten, beziehungsweise wie ihr ja nun auch hier anhand dieser Veranstaltung sehen könnt und mit Sicherheit auch in den letzten 2, 3 Jahren bemerkt haben dürft, die Einhörner kommen zurück. Sie kommen endlich wieder zurück und mir wurde dann nur bewusst, okay, ich habe mich als Einhorn dafür entschieden, in diese Zeit zu inkarnieren, mich in einen menschlichen Körper zu inkarnieren, weil noch ganz viel Heilung wichtig ist. Es für die Menschen greifbarer ist, wenn vielleicht auch jemand aus Fleisch und Blut da sitzt und von seinen Erinnerungen erzählen kann, als Einhorn auf der Erde gewesen zu sein, als es nur halt als geistiges Wesen wahrzunehmen. Und viele von euch werden vielleicht auch die Erfahrung gemacht haben, oder ich ganz besonders, wenn man von Engeln spricht, das ist mittlerweile gesellschaftsfähig, von Elfen und Feen in gewisser Weise auch, obwohl ich
merken durfte, wenn man älter als 5 ist, dass viele gar nicht mehr für so niedlich empfinden, sondern wenn eine 28-Jährige noch voller Überzeugung von Elementarwesen spricht, das schon bei dem einen oder anderen zu Fragen und Fragezeichen geführt hat. Ich spreche jetzt einfach von Situationen außerhalb von esoterischen und spirituellen Räumen, wo das natürlich Raum hat und Platz hat. Beispiel, man fährt in der U-Bahn und unterhält sich darüber. Von solchen Situationen spreche ich. Und ich guckte mir dann kurz nach meiner Rückkehr aus Irland den Film Das letzte Einhorn an, den ich natürlich kannte. Und ich habe den ganzen Film von Anfang bis Ende geweint. Also ich wusste, das ist meine Geschichte. Weil natürlich war ich auch eine junge Frau, die irgendwo eine Ahnung von was hatte, aber ich hatte es vergessen. Und eine sehr gute Bekannte von mir, der hatte ich vor vielen, vielen Jahren schon erzählt, dass ich einfach das Gefühl habe, dass ich auf meinem dritten Auge einen Stern habe. Ich weiß, da sitzt ein Stern. Und sie hatte den auch gesehen in einer Behandlung, die ich mit ihr gemacht hatte. Und als ich den Film sah, sie mit ihrem Stern und dass das eben der Platz für ihr Horn, für ihr Energie, also ihren Lichtstrahl gewesen ist, da wusste ich, ja, Julia, alles, was du gefühlt hast, was dir teilweise auch selbst abstrakt vorkam, ist einfach richtig. Und ich wollte dann natürlich auch meinen Einhornnamen wissen, meinen Seelenname, und das ist heute auch zum ersten Mal, dass ich ihn einfach öffentlich mitteile, weil ich möchte den mit euch teilen. Mein Seelenname und Einhornname ist Saphir. Ich muss mich aber deswegen jetzt nicht Saphir nennen, sondern ich bleibe Julia. Aber es ist einfach, ja, mein Einhornanteil. Und ich merkte dann, als ich wusste, ich bin ein inkarniertes Einhorn. Ich wurde kurz nach Irland massiv von dunklen Wesen angegriffen. Das ging über 3 Monate richtig heftig. Ich kann das so auch nicht in Worten schreiben, weil mir nicht jetzt irgendwie großartig was passiert ist, aber die Energien, also ich bin zum Beispiel spazieren gegangen und aus der Luft kamen Steine auf mich, jetzt nicht große Steine, aber so Kieselsteine auf mich runter, und ich guckte hoch und da war niemand. Und es ging über 3 Monate richtig heftig zur Sache, wo ich merkte, so, da zieht und zerrt eine Energie, sind auch Wesen, die irgendwie versuchen zu verhindern, dass ich das, was jetzt in Irland sich für mich verankert hatte, dass ich das nach außen trage, weil was die Einhörner oder die Kraft der Einhörner einfach ist, und das ist auch der Grund, warum über viele, viele Jahrhunderte von anderen Wesen mit weniger liebevollen Absichten versucht wurde, diese Energie zu blocken, ist, dass einfach das Licht und die Kraft des Einhorns jegliche Angst auflöst. Also jede Angst Gedanke, jede Angstenergie hat in der Gegenwart eines Einhorns, verliert einfach an Kraft. Und man muss das Ganze jetzt nicht in so eine dramatische Dualität bringen von der Dunkelheit und dem Bösen und all den Lichtvollen. Also ich bin mir sicher, dass ich vielleicht mit Sicherheit auch eine Inkarnation hatte, wo ich mit Macht und spirituellem Wissen auch herumexperimentiert habe. Viele irdische Inkarnationen hatten, und ich bin mir sicher, dass sehr viele, die hier heute in diesem Kreis sitzen, als Priesterin, Priester, als Hexen und auch als Hexer, als Magier gearbeitet haben, sowohl im Schatten als auch im Licht. Die Verbindung, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, weil ich kriege gerade so eine krasse Energie von oben durch. Ja. Die Ängste, die Angst, die Angstenergie. Ich bin dann da einfach durchgegangen, durch diese Zeit. Es kamen viele Erinnerungen an Atlantis hoch, auch an den Untergang. Ich habe die Jahre davor, auch gerade in meiner Zeit in Portugal, viel auch an alten Atlantis-Trauma transformiert, teilweise auch fürs Kollektiv transformiert. Und die Erinnerung eben auch an Atlantis, also da ist für mich gefühlt der Ursprung, wo eben der Machtmissbrauch stattgefunden hatte. Und die Erinnerung daran, was eben mit den Einhörnern und auch mit vielen anderen Wesen, die zu der Zeit sichtbar waren,
für die Menschen eben passiert ist. Und ich habe, mir kam dann immer wieder auch die Erinnerung einfach an Missbrauch. Missbrauchsthemen spiegeln sich so in meiner Inkarnation auch in der jetzigen wieder. Ich wusste aber, das geht noch tiefer. Das hat einfach mit dem Missbrauch zu tun, dass einfach Einhörner, und das hatte ich gerade eben schon mal angedeutet, dass ich einfach immer sehr blauäugig und im Happy-Hippo-Regenbogenland durch mein Leben marschiert bin, Einhörner wirklich nur das Licht sehen. Die kennen nicht irgendwas anderes, sondern sie sind Licht oder Licht, sie sind halt reine Liebe und alles andere ist ihnen fremd. Und deswegen waren die Einhörner eben für Menschen oder auch Wesen, die sich dann entschieden haben, einfach mal das ganze Wissen zu missbrauchen oder noch weiter zu gehen, ein gefundenes Fressen. Und ich hatte dann in den letzten Jahren viel mit alten Einhornverletzungen zu tun. Also ich habe an Themen gearbeitet, die mit meinem Einhornursprung zu tun haben, die mit meinem Elementarwesenursprung zu tun haben. Und das ist halt auch nochmal ein Schritt weiter, weil man kann zu irgendwelchen auch anderen Heilern gehen. Ich habe in den letzten Jahren, ich suche mir immer Hilfe auch von außen, viel auch mit anderen gearbeitet, viel auch am inneren Kind. Und irgendwann wusste ich, nee, es geht jetzt nicht mehr um mein inneres Kind. Das ist mein Einhorn, was noch verletzt ist. Und so begegnete ich eben halt auch Melanie im vergangenen Jahr auf der Lebensfreudemesse. Das war das Erste. Als ich die Einhornessenzen sah, dachte ich so, ja, endlich, die Einhörner, sie kommen, sie machen sich sichtbar. Und erzählte Melanie eben auch, ich habe eine Blockade hinten im Kreuzbein, meinte ich. Und ich weiß, dass das eine Verletzung, eine Einhornverletzung ist. Und für Melanie war das auch selbstverständlich. Klar ist das eine Einhornverletzung. Und ja, klar bist du ein inkarniertes Einhorn. Ich habe dann, wie gesagt, gerade im letzten Jahr auch viel daran noch gearbeitet. Es sind immer noch viele Ängste gespeichert bei den inkarnierten Elementarwesen. Und ich sehe hier eine Einhornschwester schon die ganze Zeit sitzen. Und ich weiß halt, dass also ein Grund für mich der war, hierher zu kommen, einfach auch um mal meine eigene Einhornangst zu überwinden, zu wissen, es ist wieder richtig zu den, ich sage jetzt einfach mal Menschen in Anführungsstrichen, wenn ich das einfach jetzt mal als Elementarwesen sagen darf, es ist wieder richtig zu den Menschen zu sprechen, es ist auch wieder richtig auf uns aufmerksam zu machen. Die Einhörner wollen natürlich auch wieder zu den Menschen zurück und mit ihnen arbeiten. Und ich habe auch den Auftrag heute hier mit euch, ich möchte gerne eine Heilmeditation machen, weil es ganz wichtig ist, dass die Verbindung, also die, ich sage immer die Regenbogenbrücke zwischen dem Elementarreich und den Menschen sich wieder öffnet. Und viele, die eben hier sitzen und in früheren Inkarnationen auch mit den Elementaren gearbeitet haben, wir sind quasi auch eine Familie, werden da vielleicht auch die Erinnerung daran fühlen, auch den Verlust der Elementare, weil die Elementarwesen haben sich zum größten Teil wirklich zurückgezogen. Und es gibt viele Elementare, die auch, ich sage es jetzt mal ganz salopp und ganz platt, einfach keinen Bock mehr auf die Menschen haben. Hier sind natürlich ein Haufen Lichtarbeiter und alles andere als nur menschliche Menschen, dass wir einfach unsere, jeder für sich, ich will das gar nicht großartig begleiten, sondern jeder für sich aus seinem Impuls heraus, gleich, wenn ich den Raum dafür öffne, einfach das reinfließen lässt, was er sich für stimmig fühlt. Ich weiß, dass sehr viel Vergebung fließen soll. Erzengel Michael ist anwesend, Maria Magdalena ist schon, ich war heute Morgen kurz im Wald und Maria war da und sie ist halt auch mit so die Schirmherrin der Einhörner. Also die Maria ist hier und wird uns unterstützen. Es sind Unmengen von Elementarwesen anwesend und ich von meiner Seite aus weiß, dass es für mich auch immer noch ein Rest an Angst gibt, mich wirklich ganz frei als Einhorn
hier auf der Erde zu bewegen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir jetzt all diese ganze Angst, die in Gaia gespeichert ist, die in unserem Bewusstsein gespeichert ist, dass die Menschen, die vielleicht ein Gefühl in sich tragen, vielleicht habe ich ja auch Missbrauch betrieben, vielleicht habe ich auch ein Einhorn gehabt und konnte es nicht schützen oder habe mich anleiten lassen, irgendwas damit zu veranstalten. Ist das alles okay? Also alles, was jemals stattgefunden hat, in welcher Form auch immer, ist okay und ist, darf auch wirklich in Liebe und in dem göttlichen Bewusstsein betrachtet werden. Es ist, liegt jetzt nur noch an uns bzw. an euch, für Taten, die begangen wurden, sich selbst zu verzeihen und das einfach auch ins Licht zu geben. Und ich möchte jedem, der jetzt auch hier ist, einfach das auch noch mitgeben, die Elementare wieder willkommen zu heißen. Das, was man in sich fühlt und spürt, zu öffnen. Und ja, auf der einen Seite habe ich das Gefühl, dass ich noch ganz viel erzählen könnte, aber ich merke auch jetzt einfach von der Energie, die von oben kommt, dass ich, glaube ich, jetzt alles mitgeteilt habe für heute. Und ich bin unendlich dankbar, sehr dankbar und auch ganz glücklich, dass ihr jetzt alle hier seid. Und ich habe das Vertrauen, dass alle, die jetzt hier sind, auch hier sein sollen. Und ich danke euch auch für die Akzeptanz meiner Geschichte gegenüber und das Vertrauen, auch meinen Worten Glauben zu schenken. Und damit möchte ich jetzt einfach mein Part als solches erstmal dann auch beenden. Und ich danke euch. Also die Feen zu bitten, ihnen zu helfen oder die Elfen oder wie gesagt, ich bin auch sehr stark mit den Meerjungfrauen verbunden. Also da habe ich auch einen Seelenanteil, dass ich eben auch als Meerjungfrau schon auch unterwegs war. Und da, das sind ganz wundervolle Heilenergien, ne? Also mit denen man auch arbeiten kann. Dass Leute, die von euch hier sind, die energetisch arbeiten mit anderen, die auch mit der Energie der Elementare arbeiten. Also darum bitten, zum Beispiel die Feen oder Elfen zu rufen. Die Meerjungfrauen sind ein wunderbares, sind wunderbare Geschöpfe, um Verletzungen der Weiblichkeit in Ausgleich, in Heilung zu geben. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, ich kriege immer Merlin rein, weil die Männer natürlich, die männlichen Energien auch ihre Verletzungen und ihre Themen haben. Da ist Merlin-Energie und ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, dass Männer, die energetisch arbeiten, da eben auch den Zugang dann dazu finden, ne? Und die haben uns schon immer, also ich sage mal die, wir, weil wir haben euch schon immer auch geholfen, ne? Und das ist jetzt halt ganz wichtig. Du sagst, dass auch die Elementarwesen sich in verschiedene, ich nenne es mal Körper, inkarnieren kann. Das ist also, wenn du früher Einhorn warst, doch auch die Möglichkeit, dass du auch mal mehr Jungfrau warst? Oder habe ich das also jetzt richtig verstanden? Ja, ich möchte vorwegnehmen, dass es natürlich, man muss immer gucken, wenn man was sagt, was fühlt sich für mich jetzt stimmig an? Genau. Ne? Weil es gibt viele Definitionen und Schubladen und es klingt natürlich auch ganz toll, wenn man sagt, ich bin inkarnierte Meerjungfrau. Also ich habe das für mich, das Einhorn, ich dachte eine ganze Zeit lang, ich bin rein inkarniertes Einhorn. Davon habe ich jetzt in den letzten 1,5 Jahren habe ich gemerkt, es ist mein Hauptseelenanteil, der präsent ist, der mit am stärksten ist. Ich bin aber ein Elementarwesen, also ich habe genauso auch Erinnerungen einfach an Elfengestalt, Meerjungfrauen. Es geht dann einfach darum, dass zu wissen, okay, ich bin Elementarwesen, was sich jetzt diese Zeit ausgesucht hat, in einen menschlichen Körper zu inkarnieren. Ich bin mir sicher, dass ich auch schon andere menschliche Inkarnationen hatte, aber ich war nicht oft auf der Erde, weil mir das Menschsein, das ist vorhin so ein bisschen verloren gegangen, weil ich dann einfach, ich spreche einfach dann auch nur aus dem Gefühl raus. Ich tue mir immer noch schwer als Mensch. Und dieses, ich habe vor 3 Jahren erst saß ich auch irgendwo im alten Land am Deich und habe dann gesagt, okay, ich nehme meine irdische Inkarnation jetzt an. Ich akzeptiere meinen menschlichen Körper, ich akzeptiere es, auf der Erde zu sein und ich finde, dass unser Bewusstsein, die Matrix, ist so dicht, es ist so schwer und deswegen habe ich auch viele Jahre einfach immer wieder raus mich mit Drogen
vollgepumpt will ich gar nicht sagen, weil Elementare feiern gern. Das ist unsere Uressenz. Also alle Elementarwesen sind auch Partyleute, nur eben halt nicht mit anderen Substanzen. Ne? Und das habe ich dann auch. Okay, es ist ein Teil von mir. Ich kann das, es gehört mit zu mir dazu. Aber es hilft mir jetzt hier nicht auf der Erde, meine Aufgabe zu machen. Weil dann hätte ich auch im Elementarreich bleiben können. Ne? So nach dem Motto. Hm. Und ich habe viele... Also ich bin mir sicher, dass auch eigentlich alle, die jetzt hier zuhören, einfach auch inkarnierte Sternwesen sind, ne? Und auch diese Erinnerung daran haben. Es gibt von Doreen Virtue auch dieses eine Buch, Erdenengel, die hat da so eine Auflistung, wer jetzt so also Engelanteile hat und wer eher ein Elementarwesen ist, dann auch Sternwesen. Ich habe mit Außerirdischen nicht so viel zu tun. Das hat wiederum Elias, den ich vorhin erwähnt hatte, ganz stark mit Außerirdischen. Und der ist halt ein inkarnierter Sternwesen. So, und also wenn ich hier alle in eure Augen gucke und das Einhorn sieht halt die Seelenursprung, ja, das sind alles alle Sterngeschwister von woanders. Ne? Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass gerade jetzt so, ich bin jetzt 34, ich sag mal so die Generation ab 40 aufwärts. Ihr seid ja nochmal auch in eine Zeit geboren, wo es noch dichter war. Ne? Also ich fand meine Wahl ja schon, dachte ich, bin ich irgendwie von irgendeiner Feenparty gerade gekommen, als ich den Vertrag unterschrieben habe. Ich mach das mal da unten. Muss ich nicht ganz bei Sinn gewesen sein, weil diese Schwere und dieses so, man ist, also die Erfahrung habe ich auch gemacht in Gesprächen, dass alle das irgendwo teilen, dass man doch über mehrere Jahre auch wirklich so auch so suchend durch die Gegend ist und dann hat man sich irgendwo eingefügt, aber so wirklich das in meiner Generation ist ja noch schlimmer, ich bin 60, habe also wie gesagt einen großen Teil deiner Biografie, also in Erinnerung in mein Herz gepackt und da war es eigentlich noch schlimmer. Heute redet man schon offen. Genau. Ja, also aber damals war das noch dichter. Und in den 60ern ging ja diese Flower Power los. Genau, ja, die 68er. Ja, ja, da denke ich auch, dass das war so die sollte das so Zeit. Aufbrechen. Ja. Ne? Ja. Und ja, also ich bin dankbar dafür, dass sich für mich gefühlt in den letzten 3-4 Jahren der Raum mehr öffnet. Ich muss dazu sagen, ich war auch viel auf der Lebensfreude-Messe unterwegs und auch auf Festivals, aber noch in einem anderen, also alten, also Goa-Festivals, die aber jetzt auch schon Healing-Areas haben und wo so langsam auch das Erwachen stattfindet, weil da sind viele Sternkinder, die einfach überhaupt keinen Bock haben auf das, was in der Gesellschaft gefordert wird, weil das so weit weg von unserem Ursprung ist und auch von der Wahrheit. Da tut sich jetzt Gott sei Dank auch was. Aber mir war teilweise so dieses Esoterische zu extrem. Ja, also ich wollte auch so damit Problem. Auch dann nichts zu tun haben und dachte so, ja, dann wenn meine Schwester, ja du mit deiner Esoterik, dachte ich, mit Esoterik habe ich nichts am Hut. Nee, wenn ich Bock habe, ein Glas Wein zu trinken, dann mache ich das. Wenn ich Lust habe, eine Zigarette zu rauchen, dann mache ich das. Ich muss jetzt nicht nur Mondwasser trinken und irgendwie sonst was, sondern ich darf auch leben. Ne? Und ich esse auch Fleisch. Also ich habe einige Jahre hatte ich kein Interesse daran. Mittlerweile, wenn es artgerecht gehalten ist und das ein gutes Produkt ist, die Tiere sind auch dafür da, um uns ihr Fleisch zu schenken. Und ein gutes Steak schmeckt mir einfach. Und nur weil ich jetzt spirituelle Arbeit mache und auch Heilerarbeit mache, verträgt mich das Fleisch nicht. Ne? Das sind auch so Ansätze. Ja, durch die hohe Energie, die du hast, transformierst du doch alles. Das kann sein. Oder ich denke halt, dass es mich auch erdet teilweise. Ja, aber das transformierst du denn. Ja, oder so. Genau. Es nützt ja nichts, wenn ich jetzt irgendwie spirituelle tue, ernähre mich gesund, dann bringt das nichts, wenn mein Denken verkehrt ist. Ja, genau. Das bringt dann wahrscheinlich einfach... Transformierst du es. Und das habe ich in den letzten 2 Jahren angenommen, dass das Leben auf der Erde Spaß macht. Also so auf einmal so, ja, es macht hier echt Spaß. Es ist nicht nur schwer. Nein, und wir sind alle hier, alle. Um Spaß zu haben. Das ist unser Ursprung und das ist auch unsere Essenz. Und Freude. Und wie sich diese Freude auch gestaltet und wie man den Ausdruck verleiht, ist völlig wurscht, weil kein anderer hat die Macht, über euch zu urteilen oder zu bewerten, was jetzt richtig ist und was verkehrt ist. Ne? Es bedarf aber einer gewissen Reife, um das dann so sehen zu können. Ja, genau. Ja, man muss nur ins Herzzentrum gehen und weiß mal, was Sache ist. Ja, genau. Wenn man da reinkommt, dann braucht man im Außen gar nichts. Ja, genau. Das dann stimmt. Siehst du alles und weißt Bescheid, was für mich gut ist. Ja. Und solange wie man das nicht hat, sucht man im Außen und versucht mit alles das zu erreichen. Das wird dann nichts. Beziehungsweise ich musste halt erstmal, ich habe ja auch gesucht viele, viele Jahre. Und als ich dann für mich die Erkenntnis hatte, okay, Einhorn, Erinnerung, Elementarwesen, dann hatte ich das gefunden. Und seitdem fing es für mich eben auch an, dass ich mich hier auf der Erde wohlfühle. Und wie gesagt,
es ist einfach Teil meiner Aufgabe, darüber zu sprechen und die Menschen daran zu erinnern und eben auch zu schreiben. Und ja, das so langsam es fließt und es ist halt jetzt auch, ich bin immer dankbar, also auch, ne, dafür so.